Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den binomischen Formeln an. Wieder eine Ergänzungsaufgabe. Es fehlt hier relativ viel. Wir müssen uns zuerst überlegen, handelt es sich um die erste, die zweite oder die dritte binomische Formel. Diese schreiben wir uns dann runter auf und versuchen Schluss zu folgern, wo gehört was hin. Es ist ganz klar, wenn wir uns das anschauen, dass es sich definitiv um die dritte binomische Formel handelt. Wir haben nämlich hier kein Quadrat stehen. Wir haben Klammer mal Klammer ist gleich stehen. Das deutet auf die dritte binomische Formel hin, die ja heißt a plus b mal a minus b ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Also Ausdruck plus Ausdruck in Klammer mal gleicher Ausdruck minus gleicher Ausdruck ist gleich a Quadrat minus b Quadrat. Andere Möglichkeit gibt es hier ja gar nicht. Schreiben wir es uns einmal drunter auf. Wir haben erkannt, es handelt sich um die dritte. A plus b, Klammer zu, mal Klammer auf A minus B, Klammer zu, ist gleich A Quadrat minus B Quadrat. Okay, das haben wir erkannt und jetzt probieren wir Schluss zu folgern, wo passt denn was hin? Es ist ganz einfach, hier der Ausdruck A 5u², das ist der erste Ausdruck und der steht auch in der ersten Klammer voran. Das heißt, wir können hier schlussfolgern, hier muss definitiv auch 5u² stehen. Lass dich durch das Quadrat nicht verwirren. Das ist der erste Ausdruck. Der heißt 5u². Okay? Über den zweiten Ausdruck wissen wir hier gar nichts. Wir wissen aber, der zweite Ausdruck zum Quadrat ist 9x². Das heißt, b² ist 9x². Somit können wir schlussfolgern auf den zweiten Ausdruck. Wir kennen sein Quadrat. Somit können wir mit Hilfe vom Wurzelziehen den zweiten Ausdruck ganz einfach ermitteln. Also, wir müssen aus 9x hoch 4 die Wurzel ziehen. Nebenrechnung, wenn wir wollen, wir brauchen die Wurzel aus 9x hoch 4. Das ist ganz leicht, wir rechnen separat aus. Die Wurzel aus 9 ist 3 und die Wurzel aus x hoch 4 ist x². Warum? Weil ja x² mal x² dann wieder x hoch 4 ergeben würde. Okay, somit kennen wir jetzt den zweiten Ausdruck. B Quadrat war 9x hoch 4, wir haben die Wurzel gezogen und haben somit B ermittelt. Können wir zweimal eintragen, hier habe ich schon den Pfeil hergesetzt, 3x Quadrat. Und da steht natürlich vorne auch dieser Ausdruck, 3x Quadrat. Somit haben wir den ersten Ausdruck plus den zweiten Ausdruck, mal wieder den ersten Ausdruck. Und nachdem wir hier Plus haben, gehört hier definitiv ein Minus hinein. Einmal steht ein Plus, einmal steht ein Minus. Ob vorne das Plus oder hinten das Plus steht, ist egal. Aber es muss einmal ein Plus und einmal ein Minus vorkommen. Kann auch umgekehrt sein. Okay? Jetzt haben wir schon relativ viel ermittelt, jetzt fehlt uns hier dieser Ausdruck noch. Das ist der erste Ausdruck zum Quadrat.
Der erste Ausdruck heißt 5 u Quadrat. Haben wir hier auch stehen. Wir müssen 5 u Quadrat zum Quadrat rechnen. 5 zum Quadrat fällt uns leicht, das ergibt 25. Und u Quadrat zum Quadrat ist dasselbe wie u Quadrat mal u Quadrat. Das ist u hoch 4, definitiv. Man darf sich nicht verwirren lassen mit dem Quadrat und hoch 4. Der erste Ausdruck hat Quadrat, somit hat der Ausdruck zum Quadrat u hoch 4. Schau dir das noch einmal durch, ist aber dann, glaube ich, eh ziemlich schnell klar. Was fehlt noch? Hier das Rechenzeichen. Das ist ganz klar, von der Originalformel wissen wir, es heißt hier Minus. Okay, diese Aufgabe ist ein bisschen schwieriger, weil sie verwirrend ist mit, ich habe hier schon Quadrat und brauche somit das Quadrat noch einmal zum Quadrat. Und Quadrat zum Quadrat ist halt hoch 4, deswegen steht hier u hoch 4 und hier x hoch 4. Noch einmal durchschauen, aber ich glaube, dann wird es schon ziemlich klar sein. Drunter die Originalformel schreiben und Schlussfolgerungen ziehen. Okay, alles klar?